Können Sie das durchgeben, uns geben? Ja, ich habe meinen Kampf gerade selber nochmal geschaut. Jetzt direkt nach dem Kampf ist. Ich muss erstmal so viel passieren lassen, was passiert ist, aber ich habe den Kampf komplett dominiert. Ich habe den Kampf komplett im Blickfeld gehabt. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Ich habe alles umgesetzt, was wir im Training gemacht haben. Und ich wurde einfach für einen Fehler bestraft und das gehört dazu. まず自分 の, あの試合を見直してみたんですけども、まあ、起きてしまったことは起きてしまったことでしょうがないと。しかし試合をあの支配していたことは間違いありませんし、全体もよく見えてたんです。非常にいい気分で試合を進めていったし、トレーニングでやってきたことも全部できたんですが、一箇所のミスをもう疲れてしまったら、そこはもうどうしようもないと思っています。その一箇所のミスっていうのがこう教えていただいて、フェーラーなんです。全般のフェーラー。Ja, ein Fehler von mir, nicht von den Referees. Ich habe einen Fehler gemacht und der wurde bestraft. Ja, was für ein Fehler ist denn? Ja, dass ich sage, nee, das, ich habe einen Fehler, ich war einmal unaufmerksam und das wurde bestraft. Und that's the game. Ich habe einen Fehler gemacht und der wurde bestraft. Das ist gleich nach dem Kampf, aber wie wollen Sie weiter sich entwickeln oder was ist Ihr nächstes Ziel? Was wollen Sie machen? Ich wurde schon für die nächste Veranstaltung im Mai eingeladen. Ich werde selbstverständlich zurückkommen, ich werde stärker zurückkommen und. Ja, ich werde natürlich nicht aufgeben. Ich werde an meinen Fehlern arbeiten und weitermachen. 来年5月のイベントに呼んでいただけるということになりました。でそれまでにもっと強くなってきますし、このようなミスをしないように自分をブラッシュアップしていきます。Kalitz, wenn du jetzt nochmal überlegst, die ersten beiden Runden, hattest du jemals das Gefühl, dass du deinen Gegner auslocken könntest? Du hast ihn einmal durchgerutscht in der ersten. Ich habe ihn mehrmals angenockt, selbst vom Rücken aus mit zwei Upkicks. Ich habe mit Knien, mit Fäusten, der hat mehrmals gewackelt. Das Ding war einfach, er wollte die ganze Zeit im Endeffekt nur ringen, ringen, ringen. Ich wollte einfach nicht zu viel. Ich habe einfach auf den passenden Moment gewartet, in der letzten Pause in meiner Ecke gesagt, jetzt in der dritten Runde, ich wollte den Kampf beenden. Ich habe mich so gut gefühlt. Ja, vielleicht habe ich den Moment einfach vorher verpasst. Und, あの1ラウンド、2ラウンド、膝も拳も非常によく使えて、相手はあのレスリングに持ち込もうという方針しか見えなかったんですね。それに合わせて3ラウンド目の時に、もう俺が決めてくると言って、3ラウンド臨んだんですが、そこであの決められる瞬間を逃してしまっていたということが言えるんじゃないでしょうか。Stand sahst du gut aus gegen ihn. Auf dem Boden bist du recht ruhig geblieben. Wie war denn der Gameplan? Was hattest du überhaupt vor in diesem Kampf? Wir haben, also ich bin immer so, ich habe keinen Gameplan, in dem ich mich jetzt, ich bereite mich einfach immer super vor, dann gehe ich da rein und ziehe einfach mein Ding durch, ich gucke, wie ich mich fühle. Meine Ecke spricht mit mir, wie als wenn die neben mir sitzen würden. Ich antworte sogar dabei, ich gebe eine Reaktion, die wissen, dass ich da bin. Ich mache einfach das, wonach ich mich fühle. Und es klappt immer. Am Boden auch. Ich meine, im Endeffekt, wir wussten, dass er ringen will. Und er hat mich runterbekommen. Ich habe mich aber am Boden gut gefühlt. Vor allem seine Takedowns hier, die zählen nicht. Das sind 20% von 100. Damage war wichtig. Ich habe den mehrmals angehört. Also ich habe Glas klar haushoch geführt. Ja, und im Endeffekt, mein Ziel war es auf jeden Fall, den Kampf zu finishen, also vorzeitig zu gewinnen, um auch einfach nichts dem Zufall zu überlassen. Ja, und dann bin ich selbst in das Submission gelaufen. どういうゲームプランだったのかという質問で、あのゲームプランというのはそもそも立ていつも立てないと、そのあのトレーニングを全力で積んで、その上で感じるままに試合展開に任せながら自分のやりたいことをやる。今日もグラウンドに持ち込まれたけども、
その時も全然不安は感じなかったし、いい感覚のままやってました。大体あのポイントだとしたら、テイクダウンは 20% しか全体を占めませんし、相手にダメージを与えたっていう要素が強いので、あの優位な感情で進めていたんですが、早めにフィニッシュをしなくてはという気持ちがあって、偶然に任せて相手に負けるようなことがあって、消えないと思ってたんですが、それをやられてしまったということになります。Du hast im letzten Kampf, so wie jetzt auch, mit den besten Kämpfern der Welt mithalten können. Was hast du selbst daraus genommen, mit trotz Niederlage? Was hast du für dich sozusagen gelernt? Also, für mich kann man nicht sagen, dass, für mich kann man nicht sagen, dass das Niveau zu hoch war, weil ich im letzten Kampf vorzeitig gewonnen habe. In diesem Kampf, ich habe dominiert, ich war besser. Und das wird mein Gegner auch mit Sicherheit selber sehen. Und ja, ich wurde, wie gesagt, ich wurde für einen Fehler bestraft, dass das passiert. Daraus müssen wir lernen, darauf werden wir aufbauen und es auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen und weiter die besten Leute auf der Welt kämpfen, um zu zeigen, dass ich ebenfalls dazugehöre.質問で、あの非常に学ぶところも多いし、だけどレベルが高すぎるということはなかった。この前もあの、KO で勝ちましたし、TKO で勝ちましたし、今回も私の方が良かったということは相手だって認めてくれることだと思うんですね。ただしミスをしてしまった。そのミスを、処罰される形で負けてしまった。もちろんこれから学ぶことも多いですし、必ずカムバックします。Zwei Fragen von mir.Hattest du die Möglichkeit, die anderen Bantam-Gewichtsturnierkämpfe dir anzugucken? Und wenn ja, mit wem warst du am meisten beeindruckt? Von wem warst du am meisten begeistert von den letzten vier? Und wenn du im kommenden Jahr hierher zurückkommst, hättest du einen Wunschgegner, gegen den du hier gerne antreten würdest? Ich habe mir ja, aus der Kabine aus habe ich mir die Kämpfe angeguckt. Für mich ist das ganz klar, Uncle Creepy hat...Also sein Gegner hat mehr Glück als Verstand. Der hat gewonnen. Der Ishibatari hat natürlich sehr schön Knockout hingeliefert. Super Glanzleistung, ist ein starker Kämpfer. Ein guter Name. Und zu guter Letzt war der japanische Superstar Kyoji Horiguchi gegen Gabriel Oliveira. Und der hat super geglänzt. Seine Leistung hat mir super gefallen. Und selbstverständlich, ich meine, ich bin...gerade nicht in der Position, jemanden herauszufordern, aber ich würde mir immer noch ein Match gegen Kyoji Horiguchi wünschen. Aber wir schauen, was die Zukunft bringt. Und wenn es Sinn für ihn ergibt, wenn es Sinn für mich ergibt, ich würde es sehr gerne machen. Wer war der erste Name? Creepy. と質問が、あの今回他の試合も見てたと思うんだけども、誰が特に気になったか、で来年来るときは誰と、戦いたいかという質問で、モニターを通して見てたんですけども、まあ、イアン・マッコーリー非常にあの戦いをしているというのは見て分かりました。残念ながら偶然のように負けてしまいましたけども、彼がすごいと思いましたし、石渡り、それから日本のスーパースター堀口恭司さんですね、素晴らしいパフォーマンスでした。もちろん負けた自分の立場から誰を指名はできないわけですけども、できればそのスーパースター堀口恭司と一度交わしてみたいと思います。先ほどのあのミスなんですけれど、あのフィニッシュの段階で首は抱えられてたんですけれど、自分でスイッチをしたことが、レスリングのスイッチをしたことで、あの命が決まってしまったということでしょうか。Diese Feder, also wo er sie am Nacken also umgehängt hat, war das diese Feder, dass sie ihn so machen gelassen, dass er also so frei auf dem Boden bewegen kann? Ja, mein Fehler ist, dass ich zu schnell aufgestanden bin. Und beim Aufstehen habe ich mehr auf die Knie geachtet und die Tritte, als dass er mich würgen kann. Und ja, da hat er mich gewürgt.早く立ち上がろうとしすぎたことですね。それで膝に気をつけていたんだけども、そのほかがちょっとあの注意がそれてしまって、そこを疲れたということだと思ってます。はい、あと、勝ち上がった選手で、誰が優勝するというふうに
感じます。Haben Sie eine Ahnung, wer würde gewinnen diese Bauerrunde? Also, ich sehe Horiguchi gegen Ishibatari im Finale. Und ja, da bin ich gespannt, aber ich denke, Kiyoji wird das Ding holen. Final が堀口、石渡になると思うんですが、そこで堀口教授が勝つんではないかと思います。ありがとうございます。他にご質問ある方いらっしゃいますか？